Hallo, da ist ja meine Kleine. Warum warst du heute nicht in der Schule? Warum bist du plötzlich in Gefahr rauszufliegen? Warum muss ich das ausgerechnet von Dawson erfahren? Warum weiß Dawson im Augenblick mehr von deinem Leben als ich, Pacey? Offenbar deshalb, weil Leary Senior ein ziemlich großes Mundwerk hat. Und ich möchte wetten, dass Junior diese Neuigkeit mit großem Vergnügen vernommen hat. Ja, kannst du jetzt bitte endlich zum Kern der Sache kommen? Nein, ehrlich, das hat er bestimmt gern gehört. Und jetzt sabbert er, denn endlich kann er sich auf seinen alten Kumpel stürzen mit einem dicken Fetten, ich hab's ja gleich gesagt. Hast du eine Hallo oder was? Dawson hat nichts damit zu tun, Pacey. Ja, natürlich. Hast du eine Ahnung, wie kränkend das ist, dass ich offenbar die Letzte auf deiner Liste von Leuten bin, an die man sich im Notfall wenden kann? Joey, das ist doch überhaupt keine große Sache. Ich komme schon klar. Ach, und wie hängt Schule schwänzen mit Klarkommen zusammen? Und warum überrascht mich das nicht mal? Was genau soll denn das bitte heißen? Genau das, was du gehört hast. Das ist deine Art, mit allem umzugehen. Du läufst davon. Du suchst immer nach dem leichtesten Ausweg. Wahrscheinlich bin ich deshalb so ein Versager. Du bist kein Versager, Pacey. Ich habe meine Ferien nicht mit einem Versager verbracht. Ich hatte gedacht, wir bauen uns da ein unglaubliches Fundament für eine Beziehung auf. Ich dachte, wir beide wären ein tolles Team. Aber wie sich jetzt rausstellt, habe ich mich gewaltig getäuscht.